zusammen. Heute bin ich auf der Insel Mainau und ja, heute werde ich höchstwahrscheinlich auch Makrofotografie machen und bei der Foto-Challenge, die wir gestartet haben, ja, teilnehmen. Mal gucken, ob ich heute ein paar schöne Fotos bekomme. Ja, ist wahnsinnig voll hier. Ich stehe tatsächlich sehr stark am Rand, weil einfach hier sind Menschenmassen nicht normal. Mal gucken, wie gut oder wie schlecht ich heute vloggen kann. Wir schauen mal. So, jetzt haben wir ein paar Magnolien fotografiert und ja, und ein paar Videoaufnahmen habe ich auch gemacht mit der großen Kamera. Ich stehe hier direkt unter der Sonne. Ist echt viel, viel los. Also ich versuche so wenig wie möglich Leute mit auf der Kamera zu haben, aber es gelingt mir nicht jedes Mal. Ja, jetzt laufe ich mal hier diese Allee entlang. Ich drehe mal die Kamera um. Dann seht ihr einfach. Mit diesen Bäumen einfach gigantisch. Ich tue mal die Kamera ein bisschen hoch, damit ihr ja einfach mal sehen könnt, wie schön es hier ist. Ja, wie gesagt, wir versuchen hier zu fotografieren, ohne dass irgendwelche Menschen mit auf den Bildern sind, aber heute ist richtig schwer, viel los, ist auch ein Feiertag. Ja, wenn ihr wissen möchtet, da ein Feiertag ist, hat jetzt online, haben die Tickets 25,50 gekostet. Direkt an der Kasse zahlt man sowas mit 27 Euro und außerhalb von Feiertagen kostet es dann online so um die 24 Euro. Müsst ihr mal bei der Insel Mainau auf die Webseite und euch das anschauen. Ja. Herrlich, der Frühlingsanfang hier merkt man noch stärker am Bodensee als bei uns. Ja, Mücken haben wir auch schon. Ja, herrlich, wie es blüht. Thank you.
Ja, Leute, hier hinter mir der Bodensee. Ja, wieder ein paar schöne Fotos gemacht, aber wie gesagt, die Menschenmassen sind einfach heftig und ich versuche immer irgendwie, ja, die Leute nicht mit einzufangen, aber es gelingt mir fast nie. Ja, wirklich schön. Vorhin habe ich eine Aufnahme gemacht und wie so ein Schiff gerade an der Kamera vorbeifährt. Ein kleiner Junge springt hier vor der Kamera rum. Super, hat mich auch gefreut. Ja. Ja, jetzt sind wir mittlerweile bei Schloss Mainau angekommen. Nebendran die Kapelle. Immer wunderschön zum Fotografieren, aber nicht heute, weil die Leute stehen da an, um da reinzukommen. Ich werde irgendwann mal, wenn weniger los ist, wieder kommen. Dann werde ich auf jeden Fall auch euch mal die Kirche oder die Kapelle zeigen. Ich drehe nochmal die Kamera um, dass ihr ungefähr mal die Menschenmassen seht. Ist ein sehr, sehr schöner Garten. Leider blüht hier gerade noch nicht viel. Aber doch, wenn hier mal das Blühen anfängt, dann ist es hier wunderschön. Ja, und hinter uns hier einfach herrlich. Sehr, sehr schön.
Ja, jetzt war ich hier drinnen. 3000 Blüten gibt es da anscheinend. Und es war einfach mega voll. Ich habe so gut wie es geht ein paar Makroaufnahmen gemacht. Ich hoffe, die Bilder gefallen euch. Alle werde ich jetzt hier im Video natürlich nicht zeigen können. Schaut unbedingt auch mal bei Instagram vorbei. Da werde ich immer wieder mal welche posten. Ja, wir sitzen jetzt irgendwo hin, trinken was, essen was. Und dann geht's weiter. Ja, wir sind jetzt schon gut 2,5 Stunden unterwegs, fast 3. Ja, sind die ganze Zeit auf dem Bein. Jetzt machen wir die erste Pause. Gut. Wie gesagt, hier in diesem großen Garten ist es, glaube ich, hier. Und ganz, ganz viele verschiedene, wie gesagt, Rosen und Blumen gibt es hier, wenn es mal anfängt zu blühen, in 1 bis 2 Monaten. Und dann ist es hier mega, mega schön. Drehe ich mich mal so ein bisschen um, dass ihr hinter mir auch mal so ein bisschen das Feeling bekommt, hier von der Insel Mainau. Einfach herrlich. Wie gesagt, Vloggen ist heute nicht so viel drin, einfach zu viele Leute da. Viel zu viel. Ja Leute, lauter Blumen fotografiere ich heute. Heißt ja nicht umsonst die Blumeninsel Mainau. Ja, obwohl es ziemlich voll ist, verläuft sich die Menge, weil die Insel ist ja schon relativ groß und es geht eigentlich. Ja, man kann tatsächlich in Ruhe fotografieren und ja, würde mir jetzt so mal die Hälfte wegwünschen, die da ist, aber ist ja kein Wunschkonzert und die Leute haben ja auch ein Recht, am Feiertag auf die Insel Mainau zu kommen. Wir haben ein gutes Wetter, Rest der Woche soll ja angeblich regnen. Mal schauen, was dann möglich ist, was ich dann machen kann, werden wir sehen. So, jetzt laufen wir weiter. Wir laufen schon langsam wieder Richtung Ausgang. Das nächste, was uns erwartet, sind die Mammutbäume und auf die freue ich mich sehr. Jetzt sind wir bei den Mammutbäumen entlang gelaufen und ein paar Fotos gemacht. Hinter mir seht ihr auch mal den Durchmesser von so einem Mammutbaum. Und die können natürlich viel, viel größer und dicker sein. Aber die eben häufigst ankommenden haben die hier eben vorgestellt. Ihr seht einfach, sehr, sehr interessant hier und sehr, sehr vieles zu sehen. Hinter mir könnt ihr aber erkennen an der Anzahl der Menschen,
Ja, und vorbeilaufen. Ja. Liste voll. Leute, wir laufen jetzt auch wieder zu unseren Autos. Das war's dann. Wir haben es kurz nach 17 Uhr. Ja, es hat Spaß gemacht. War ein bisschen voll, aber normal. Ist ja ein Feiertag. Aber ansonsten hat sich das hier auf der Insel immer gut verlaufen. Von dem her ging es eigentlich. Wir konnten sehr gute Makrobilder machen. Und trotz der Menge hat es sehr gut funktioniert. Wir hatten super Glück mit dem Wetter. Ab morgen soll es ja wieder regnen hier bei uns. Von dem her war das echt toll, dass wir das heute so umsetzen konnten. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann Daumen hoch, kommentieren, liken, weitersagen. Ihr wisst, ihr kennt ja das Programm. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Euer Murat.